Ich bin im Grunde ein ziemlich unintellektueller Filmmacher, Filmemacher. Oder um es genauer zu sagen, ich will eigentlich in meiner Arbeit das Denken überwinden und deswegen bin ich in meiner Arbeit ständig auf der Suche nach Intuition und nach Inspiration, aber nicht nach Begründung oder nach intellektuellem Ausdruck. Ich finde, ein Kunstwerk hat seine Qualität eben darin, dass es das Denken überwindet. Oder dass es eine Komplexität hat und eine Schönheit vielleicht hat oder eine Sinnlichkeit hat, die das Denken überschreitet. Drum hat es für mich sinnliche Gründe, einen Film zu machen und keine intellektuellen oder philosophischen. Ich glaube, dass das eine gewisse Schwierigkeit beim Schreiben ist, beim Schreiben von Geschichten, vor allem heutzutage ist, wo ja alles, was mechanistisches Denken ist, alles, was Rationalität ist, wird ja immer brüchiger und immer fragwürdiger, jetzt nicht nur in der Kunst, sondern ja auch im Alltagsleben und auch in der Philosophie oder in der Wissenschaft sogar. Ja. Und trotzdem müssen Geschichten irgendwie auch eine innere Ordnung haben. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung für heutiges Filmemachen, dass man erzählt, ich würde mal sagen, am Rand des Chaos, aber trotzdem mit genug Ordnung, mit genug Folgerichtigkeit, dass das nicht auseinanderfällt. Also mein Ziel ist, dem Chaos oder dem Ungeordneten so nah wie möglich zu kommen mit meinem Erzählen, aber eben so weit, dass die Geschichten noch zusammenhalten. Die große Schwierigkeit bei Revanche war, und was in gewisser Weise ganz untypisch ist und gegen die Trivialregeln vom Erzählen, dass der Film die Gefahr hatte, in zwei Teile zu zerfallen. Dass die Geschichte am Land beginnt, auch wenn nur im Titelvorspann mit der Frau vom Polizisten und mit dem Teich und dann erst in der Stadt ist. Oder dass der Alex seinen Großvater besucht vor dem Banküberfall. Das heißt, der Alex ist schon einmal am Land, fährt schon durch den Wald. Also das sind alles Dinge, wo die Sachen halt ineinander verwoben worden sind vorher, diese beiden Teile. Also das war sehr schwierig. Und das ist so etwas, was so am Rande des Chaos eigentlich stattfindet und was sehr schwierig war, das gerade noch zusammenzuhalten. Also in meinem Zentrum, aus dem heraus ich das eher geschrieben habe, war, würde ich sagen, der Verlust, dieser unglaubliche Verlust, dieser Schicksalsschlag und wie man damit umgeht. Und eine Achtsamkeit darauf, wie so Schicksalsschläge man auch in etwas Positives umkehren kann. Oder dass man daraus Dinge lernen kann und erfahren kann, die gut für einen sind, die man braucht, die einen lebendig halten, menschlich machen. Jetzt spiele ich wieder. Und das zieht sich ja dann auf dieses Thema zieht sich ja bei verschiedenen Leuten durch. Das ist eigentlich etwas Gemeinsames, was die Figuren verbindet. Den alten Mann, der seine Frau verloren hat, der in einer sterbenden Welt im Grunde lebt. Der Polizist, der jemanden getötet hat.
kein Kind kriegt. Der Bankräuber, der Alex, der seine, die Geliebte verloren hat. Also es sind ja viele mit Verlust, viele Figuren haben mit Verlust oder mit Schicksalsschlägen zu kämpfen und im Verborgenen gibt es da eben auch eine Kraft, die den, die das in etwas Richtiges verwandelt. Oder in etwas, irgendwie auch, was einem im Menschsein oder im menschlicher Werden oder in der Tiefe zufriedener Werden nützt. Vielleicht. Dass du schwanger bist. Ja, ich glaube, ein ernsthafter Filmemacher kann nur von Dingen erzählen, die er auch kennt. Und da ich jetzt nicht autobiografische Filme mache, eigne ich mir das halt an. Ich recherchiere, ja. Ich mache auch manchmal einfach so Recherchen, dass ich mich wohin begebe, ohne jetzt der Absicht, daraus einen Film zu machen, sondern einfach um andere Welten, andere Menschen, andere Haltungen kennenzulernen, andere Probleme. Und das fließt dann in die Erzählungen ein. Und wenn ich dann eine erste Fassung geschrieben habe, die mache ich meistens, aus meiner Erfahrung heraus. Ich schreibe meistens aus meiner Erfahrung oder aus meiner Vorstellung heraus. Und dann überprüfe ich gern die Dinge. Ja, ich habe da Zugang gesucht in die Szene, in das Milieu, weil man muss schon einen anderen Zugang haben, als dass man einfach in die Bars geht, weil gerade das Milieu lebt von dem Schein, das es nach außen hin entfaltet und entwickelt. Und ich wollte ja nicht vom Schein erzählen oder vom Klischee, sondern ich wollte was Authentisches aus diesem, auch aus diesem Milieu erzählen. Das heißt, warum macht er das? Warum wohl? Was glaubst du, warum? Mich hat interessiert der Gegensatz zwischen Natur und Geld. Weil das Rotlichtmilieu ist in auf ganz zugespitzte Art und Weise sozusagen ein Bild unserer Gesellschaft, weil es in extremem Fall nur auf extreme Weise, nur um Geld, nur um Profit, koste es, was es wolle, geht. Das hat sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun, ob wir es sehen wollen oder nicht. Und dem gegenüber steht die Natur als etwas, das nicht rechnet, das nicht auf Profit aus ist, das in hohem Maße durch Kooperation funktioniert und nicht durch Konkurrenz und so weiter. Also das war für mich der Gegensatz. Soziologische Gegensätze interessieren mich grundsätzlich nicht sonderlich, weil ich mich interessieren viel mehr Analogien zwischen verschiedenen Schichten zum Beispiel. Ich bin kein soziologischer Filmemacher, auch wenn ich sehr viel Arbeit investiere und sehr viel Lust habe auch und sehr viel Freude daran, milieugenau zu erzählen. Das ist nicht soziologisch und nicht im engeren Sinn politisch, sondern das ist existenziell. Und darum interessieren mich viel mehr Analogien. Zum Beispiel die Analogien zwischen dem alten Bauern und seinem Enkelkind, die völlig verschieden, aus völlig verschiedenen Welten stammen. Der eine aus dem Rotlichtmilieu, der andere einer sterbenden Kultur angehörig. Und eine Schicht des Filmes ist ja zu erzählen, wie diese beiden recht sprachlosen Männer immer mehrere Gemeinsamkeiten erkennen oder spüren, also Analogie. Oder auch eine andere Sache ist zwischen dem Bankräuber und dem Polizisten, auch die wieder ganz scheinbar Gegensätze und trotzdem sind sie durch diese, haben sie sehr große Parallelen, auch wieder Analogien. Das interessiert mich. Mich interessieren Beziehungen, mich interessiert zentral das Gemeinsame bloßzulegen.
und nicht in meiner Arbeit und nicht das Trennende zuzuspitzen. Das funktioniert ja auch nur, weil ich glaube, dass in der Essenz und in der Tiefe das Leben ausmacht, dass wir sehr viel mehr Gemeinsamkeit haben, als wir wahrnehmen können. Dass wir sehr viel mehr Kooperation betreiben, als uns bewusst ist. Dass es eine Ordnung gibt, die wir nicht erfassen, die aber eine Größe und eine Schönheit und eine Richtigkeit hat und in der auch die schwierigen Dinge ihren Platz haben oder das Schmerzhafte oder das Unrecht oder was auch immer. Also das ist eher Ziel meiner Arbeit. Und hier war es Geld und Natur. Weil soziologisch das Polizisten-Ehepaar zum Beispiel, das könnte genauso mit dieser Haltung in der Stadt sein. Das ist jetzt nicht spezifisch landtypisch, weil es das auch am Land nicht mehr gibt, dieses Typische. Das wären auch wieder Klischees. Also ich habe da eigentlich gegen Klischees erzählt. Gegen diese Klischees von Stadt und Land, was die Figuren betrifft. Aber natürlich ist ein Riesenunterschied zwischen der Welt des Profits und der Welt der Natur. Die Natur im Film, ja, das muss ich mir eigentlich gar nicht als Gegend nicht erschließen, sondern ich bin jemand, der Natur braucht, zumindest in Natur sehr belebt. Und ich habe so, in dieser Gegend bin ich schon sehr viel gewandert im Laufe der Jahre, also die kannte ich sehr gut. Ich kannte auch diese Teiche im Wald, die es da im westlichen Waldviertel viel gibt. Die Frage ist eher, wie man Natur dann in den Film bringen kann und in den Film, wie man daraus eine filmische Erzählung machen kann. Für mich war es in dem Fall so, dass die Natur für mich nicht ein Schauplatz war, sondern ich würde sagen fast ein Ziel vom Film, dass das in etwas endet, was der Natur sehr nahe kommt, dass die Geschichte in der Natur endet, aber jetzt nicht als Schauplatz, sondern auch als, wie soll ich sagen, als diese Art von Intelligenz, die Natur besitzt und die eine andere Intelligenz ist als unsere menschliche. Eine Stille, eine Ruhe, auch eine Gleichgültigkeit, könnte man sagen, oder aber auch eine Gelassenheit, eine unglaubliche Gelassenheit. Natur hat ja was unglaublich Gelassenes. Natur lässt sozusagen sehr, sehr viel gelten, wertet nicht, urteilt nicht, da hat viel Verschiedenes Platz. Ist niemand da? Ich mag Authentizität und Realismus als erste Ebene, als vordergründige Ebene. Ich finde das was Schönes, wenn man spürt, dass das echt ist, dass das authentisch ist, dass das irgendwie lebt, auch die Orte und so. Ich mag es auch gern in der Vorbereitung, einen Film vorzubereiten, also die Schauspieler suchen und die Drehorte suchen. Das ist für mich ein bisschen wie die letzte Fassung vom Drehbuch schreiben. Weil ich mich da von dem, was ich da erlebe und was mir da begegnet, gern noch inspirieren lasse und dann noch kleine Änderungen mache. Dinge verändere im Drehbuch. Zum Beispiel das Holzkreuz, das im Wald steht, das war nicht im Drehbuch. Aber wo wir durch diese Landschaft gefahren sind, haben wir einfach überall diese Holzkreuze gesehen. Und eines hat mir dann besonders gut gefallen, weil es so verwittert war und so. Und das habe ich dann gesagt, nehmt es und stellt es uns darüber, zum Beispiel. Also ich würde sagen, das ist wichtig an realen Orten, dass sie den Film und die Fantasie bereichern können. Nicht bestimmen, aber bereichern. Ich finde es extrem wichtig, dass Schauspieler wirklich die Milieus
von denen sie erzählen, kennenlernen. Weil sie dann, was das betrifft, eine Selbstverständlichkeit haben. Man muss sie nicht mehr bemühen, wie ein Polizist sich zu bewegen, sondern man hat es einfach gesehen, man weiß, wie es das ist, man hat es vielleicht auch gespürt. Oder noch schwieriger bei Prostituierten, die ja fast immer irgendwie extrem klischeehaft dargestellt werden, in die eine oder in die andere Richtung. Der Benefit ist, dass die Schauspieler sich viel mehr konzentrieren können auf das, was eben im Augenblick wichtig ist, auf die Emotionen, auf das Reagieren, auf die Art von Spannung, die gerade in der Szene ist und nicht aufs Milieu, weil sie sich das im Vorfeld erarbeitet haben. Und der zweite Benefit ist einfach, dass sie da Erfahrungen machen, die Schauspieler, die sie mit in den Film bringen können. Geht es meistens nur um Kleinigkeiten, um Details, aber diese Vielzahl von Details, die machen einen Film dann wirklich reich und lassen ihn aufblühen. Also das ist ganz wichtig, so wie es beim Schreiben wichtig ist, für jemanden, der schreibt, wichtig ist, dass er wirklich die Milieus kennt, von denen er schreibt, so muss er als Schauspieler diese Milieus kennen, das verlange ich. Und es ist auch wichtig, nicht zu viel zu proben, dass beim Drehen dann sozusagen das Letzte dann beim Drehen wirklich dazukommt, dass das dann wirklich frisch und neu ist, ich probe nur so weit, dass noch etwas fehlt, was wir dann beim Drehen dazugeben, sodass es da wirklich dann das erste Mal ist. Es ist Proben ist wie eine Vorbereitung es ist wie ein Training im Grunde. So wie wenn man auf eine Felswand durchsteigt, muss man sich zuerst trainieren, muss man fit werden, muss man wissen, was der Weg sein wird, man muss das trainieren, was man dazu braucht, dass die Dinge rasch parat sind, dann kann man im Augenblick des Spiels wirklich im Augenblick sein und authentisch und rasch und wach und selbstverständlich. Also die Proben sind eigentlich dazu da, dass es dann selbstverständlicher wird und nicht gemachter. Also ich habe jetzt nicht eine Methode, sondern ich habe verschiedene Methoden oder verschiedene Dinge oder Übungen oder Zugangsweisen. Das geht von Improvisieren, also wo man völlig losgelöst vom Text spielerisch sich was erarbeitet, bis hin zu einem extrem genauen Arbeiten am Text. Das sind Gespräche, das sind konkret Proben von Szenen, alles Mögliche. Für mich das Entscheidende ist, dass ich versuche, Schauspieler zur Situation und zur Emotionalität zu führen oder ihnen helfen, dorthin zu kommen für eine Szene. Und erst ganz zuletzt den Dialog. Das Problem sehr oft beim Filmemachen ist, dass Schauspieler geradezu natürlicherweise, weil das der Prozess ist, vom Text, vom Dialog ausgehen. Und das ist völlig künstlich und gegen jede Natürlichkeit, denn im Leben gehen wir nie von einem Text aus, oder von einem Dialog, sondern wir sind in einer Situation, wir haben Emotionen oder Erinnerungen oder wir erleben was und dann sagen wir etwas. Im Schauspielprozess ist es absurderweise umgekehrt. Man hat zuerst einen Dialog, den lernt man dann auch als erstes und dann muss man sozusagen die Welt finden, die dahinter steht. Und das macht es oft halt künstlich oder eng oder unvital. Und ich versuche in den Proben diesen Prozess umzukehren. Ich fange nicht an mit Dialogen, sondern ich fange an mit Situationen, mit Emotionen. Oder ich arbeite mit den Dialogen, mit den Sätzen so dermaßen penetrant, dass sie auch schon völlig egal werden, weil man sie so oft wiederholt, bis sie nichts mehr bedeuten und dann so eine Art Leere entsteht. Die Leere kann man dann mit dem füllen, was wirklich Authentizität bedeutet. Unglück. Für mich sind Emotionen wichtig, nicht Dialoge. Ich verstehe nicht, wieso ich mich so ein Pech habe. Warum gelingt mir nichts?
Aber Dialoge sind eine Ebene, die müssen schön sein, die müssen natürlich sein, das muss eine Kraft der Authentizität haben, der Schauspieler muss, die müssen gut sein. Ja. Aber eben, sie sind kein Ursprung. Das Besondere, sie überdiensten sie. Was wird passiert jetzt? Mit den Kollegen redest du drüber, warum nicht mit mir? Was das ich nicht verstehe. Ja, dann musst du halt mit mir reden, dann werde ich es schon verstehen. Außerdem wissen die Kollegen, dass er Unfall war. Ein Pech. Und ich weiß das nicht. Warum schaust du mich dann immer so an? Was? Wie schau ich denn? Da glaubst du, ich merke nicht, was du denkst? Glaubst du, ich merke das nicht? Was denk ich? Wenn man sehr wach und sehr, wie soll ich sagen, sehr urteilslos zuhört, wenn zwei Menschen sich unterhalten, dann wird man bemerken, dass ein permanentes sich entfernen und sich wieder nähern ist, dass es ununterbrochen kleine Missverständnisse gibt, die man wieder ausgleicht, dass ununterbrochen jemand etwas sagt, auf das der andere nicht eingeht, dass immer wieder so, wenn man das genau anschaut, ist Kommunikation was unglaublich Fragiles und was und permanent am Rand des Unverständlichen. Die meisten Filmdialoge, finde ich, haben die Schwäche, dass sie sozusagen eine Rationalität und eine Genauigkeit in der Kommunikation behaupten, den es in unserem Leben nicht gibt, den es in der Realität nicht gibt, wenn man genau hinschaut. Und das versuche ich halt in den Dialogen, so wie ich sie schreibe oder so wie ich sie auch inszeniere, versuche ich dem nahe zu kommen, dass sie dieses ungenaue, missverständliche und trotzdem immer wieder irgendwie gelingende in der Kommunikation, dass ich mit dem auch arbeite und das versuche zum Ausdruck zu bringen. Die Arbeit mit dem Kameramann, mit Martin Schlacht, wir haben jetzt drei Filme gemacht, ist für mich eine wirklich ideale. Er ist nicht nur meinem Erleben nach, er ist nicht nur der Kameramann, sondern ich mache mit ihm den Film. Er ist ein Kameramann, der sehr am Inhaltlichen interessiert ist, der immer von dem ausgeht, was jetzt inhaltlich notwendig ist und nicht wie manche andere halt immer versuchen, ein möglichst schönes Bild zu machen, sondern er versucht, ein möglichst richtiges Bild zu finden. Und das ist eine unschätzbare Qualität für mich, weil das ist auch das, wonach ich immer suche. Eine so eine Selbstverständlichkeit hat, dann ist es richtig. Man könnte auch sagen, eine Einfachheit, bis es so einfach ist wie möglich, aber nicht einfacher. Es ist nur harte Arbeit, zum Einfachen vorzudringen, nämlich zum Einfachen, das auch genau ist und komplex ist und nicht banal. Das eben nicht zu einfach ist, sondern dann habe ich das Gefühl, und da gibt es Dinge, die in meinen Filmen, wo ich wirklich noch Jahre später einfach mir das Herz lacht, wenn ich sehe, weil es so einfach ist und so richtig irgendwie. Ja, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Ganz am Anfang, die erste große Szene, diese Liebesszene zwischen dem Alex und der Tamara, die endet damit, dass sie sich anziehen und die Wohnung verlassen. Da stand im Drehbuch nur ein Satz, sie ziehen sich an, / schweigend. Sonst stand da nichts im Drehbuch. Das ist eine Einstellung, die liebe ich. Das ist eine ganz wunderschöne Choreografie zwischen Schärfe und Unschärfe, aus dem Bild kommen, ins Bild kommen, ziemlich am Anfang vom Film, hochkomplex in Wirklichkeit und ganz, ganz einfach und ganz selbstverständlich. Also das, was da passiert und wie da die Verbindung zwischen den beiden ist, obwohl sie kein Wort sagen, wie sie langsam sich beide dann der Kamera nähern, es endet dann so mit der Großaufnahme vom Alex, das erzählt so unglaublich viel.
ohne dass Sprache das erzählen könnte. Das kann eben nicht Literatur, das kann nur der Film. Die finde ich wunderschön. Ich glaube, mein Arbeitsprinzip in allem ist, Kontrolle ja und permanent offen zu sein für Veränderung durch das, was geschieht. Also ich glaube, ich weiß relativ genau, was ich tue, bin aber andererseits durch Ideen, durch das, was geschieht, durch das, was ich sehe, was ich erfahre beim Dreh, durch meine Mitarbeiter, durch Schauspieler, sehr beeinflussbar und versucht das eben zu verbinden. Eine Präzision zu haben für mich, ein Wissen, was ich will und wie ich es erreiche, einerseits. Und andererseits offen zu sein für Veränderung, für Einfluss. Komplexität findet immer statt, wo Chaos und Ordnung sich überlappen. Und das versuche ich. Meine Ordnung zu haben, aber auch das Chaos zuzulassen und die beiden Dinge zu verbinden. Der Schnitt gibt dann doch wieder seine eigene Energie in den Film. Was zum Beispiel relativ schwierig war zu schneiden und zu entscheiden, war das Holzhacken und das Holzsägen. Wie oft kommt's? Ich hab's zwei- oder dreimal öfter gedreht, also wir haben zwei oder drei weggelassen. Wie schneidet man es, in welchem Melodie, an welcher Stelle setzt es mit dem Hacken ein, an welcher wo. Also das war ziemlich, würde ich mal sagen, eine relativ schwierige musikalische Aufgabe, mit dem umzugehen. Ich denke mal, und ich denke immer an den Zuschauer, wenn ich Filme mache, ich denke mal, das gibt eine ganz andere Intensität, wenn einem die Zeit gegeben wird, ein Bild zu sehen. Ein Bild zu sehen. In einem herkömmlichen Mainstream-Film sieht man in Wirklichkeit überhaupt kein Bild mehr. Weil diese 3 oder 4 Sekunden, die das maximal steht, genügen überhaupt nicht, um ein Bild wirklich als solches wahrzunehmen. Es ist eine Stelle, was auch sehr frustrierend ist, finde ich, für mich, auch wenn es für viele Leute offenbar nicht stört, aber mich frustriert es wahnsinnig, dass permanent meine Aufmerksamkeit missachtet wird. Was in gewisser Weise auch wieder das höhere Risiko ist, weil wenn ein Zuschauer wirklich Zeit hat, ein Bild zu betrachten, dann merkt er auch jede Schwäche. Und alles, was nicht stimmt, wenn ich alle 3 Sekunden schneide, merkt man überhaupt nicht, was für mittelmäßige Bilder da ununterbrochen als Stückwerk vorbeiflackern. Also es ist einfach der höhere Anspruch und die größere Schönheit zu erzielen, auf die Art und Weise, wie ich finde. Mit Ausnahmen, es gibt dann Stellen im Film, wo es wichtig ist, dass man auch diese Möglichkeiten von Montage verwendet. Aber habe ich ja auch und tue ich ja auch gern. Aber nicht als Grundprinzip. Dieses Grundprinzip, ständig abzulenken und ständig in Wirklichkeit die Konzentration zu zerhacken von Zuschauern, das finde ich abscheulich. Und ich finde es übrigens auch nicht keinen respektvollen Umgang mit Zuschauern. Und auch wenn jetzt meine Arbeit nicht kommerziell ist oder keine kommerzielle Grundausrichtung hat, glaube ich trotzdem, dass diese Art von Filme machen sehr viel mit sehr viel größerem Respekt dem Publikum entgegentritt, als jene Filme, die behaupten, ausschließlich fürs Publikum gemacht zu werden. Wer ist es? Ihr habt einmal erzählt von mir. Mir geht so, wenn fast immer, wenn ich in einem Film bin und dann ertönt Filmmusik, falle ich aus dem Ganzen raus. Ich kann nicht mehr zuschauen, weil ich merke so auf dem ersten, im ersten Takt, wie jetzt versucht wird, mich zu manipulieren. Das mag ich nicht. Und
Filmmusik ist ja sehr häufig einfach, dient sie nur dazu da, um, sind nur dazu da, um irgendwelche Schwächen zu kaschieren. Mit wenigen Ausnahmen, die es auch gibt, wo es dann spannend ist. Ich habe auch schon mit Filmmusik gearbeitet und tue es vielleicht auch wieder. Ich glaube, die Emotionalität von einem Film ist einfach tiefgehender, wenn er es schafft, Spannung zu haben, ohne diese manipulierenden Mechanismen, wie es die Musik ist oder wie es gewisserweise auch der Schnitt ist. Also diese Ruhe und trotzdem eine Kraft da drinnen zu haben. Diese Einfachheit scheinbar, die aber doch so komplex ist, dieses Ruhige, das aber doch von Energie vibriert, das geht mir am tiefsten, wenn ich Filme sehe. Das berührt mich wirklich, das hat wirklich dann was mit mir zu tun. Und weil mir das so gut gefällt, versuche ich es halt auch hinzukriegen. Es gehört zum Schwierigsten, dass Dinge dann so einfach sind. Und die Einfachheit ist für mich ein hohes Ziel. Ein Bild, das ich sehr mag für Filme, die mich wirklich berühren oder begeistert haben, bei denen habe ich das Gefühl nachher, dass all das, was da vorbeigeflossen ist, sich irgendwie in einem See gesammelt hat. Das heißt, dass ich das Kino verlasse und all das, was vorbeigeflossen ist, ist irgendwie gesammelt. Also es hat sich Zeit in einen Raum verwandelt. Bei anderen Filmen, die können einen aufwühlen oder aufregen und man leidet alle Höllenqualen, aber wenn der Film vorbei ist, ist nichts mehr da. Es hat sich nichts gesammelt, es hat mich nicht, in Wirklichkeit nicht verändert, es hat mich nur zerstreut. Und das würde ich sagen, ist mein Wunsch oder mein Ziel, dass die Zeit sich aufhebt im Erzählen. Vielleicht auch ganz einfach für einen Zuschauer, dass er die Zeit deshalb vergisst, weil ihn das, was passiert, so dermaßen vereinnahmt, dass er ganz im Augenblick ist. Und auch dann sind wir ja nicht in der Zeit. Die Zeit ist ja eigentlich eine Funktion unseres Denkens. Wenn wir ganz aufmerksam sind, ganz wachsam, wirklich wahrnehmen, was jetzt ist, dann existiert keine Zeit, dann sind wir jetzt. Na? In dem Moment, wo wir es beurteilen und sagen, das ist schön oder hässlich, sind wir wieder in der Zeit. In unseren Erfahrungen und Erlebnissen und so. Aber in den Augenblick zu kommen, das ist schon was. Oder zu führen, in den Augenblick zu führen, das ist schon was, eine ganz große Möglichkeit von Kunst. Ohne Stille gibt es keine Musik. Und umgekehrt, ohne Leere zum Beispiel gibt es auch keinen Raum. Das gehört zusammen, das sind Pole, das sind scheinbar Gegensätze, aber in Wirklichkeit Dinge, die zusammen erst was Ganzes ergeben. Das heißt, mir ist immer, Antonioni ist zum Beispiel ein Regisseur, den ich sehr liebe und der mich sicher mitgeprägt hat als ein Junger. Dieser Augenblick, wo man das Gefühl hat, dass einfach Stille entsteht und dass Leere sich ausbreitet, das finde ich was unglaublich Wertvolles und auch was Kräftigendes, was Schönes. Obwohl ja wir in einer Zeit leben, die Stille geradezu panisch zu fürchten scheint, sehr oft, wenn man so durch Städte geht oder die ganze Berieselung überall oder die Nervosität, die im Fernsehen zum Beispiel entsteht, wenn irgendwo eine kurze Pause ist oder Stille.
Aber trotzdem ist das was ganz Kräftigendes und Schönes. Und so versuche ich halt auch in meiner Arbeit das mit zum Ausdruck zu bringen. Und habe die Hoffnung, dass das ankommt. Ja. Ist ein schönes Ziel. Stille erzählen.